willkommen zu einem neuen Projekt, wo uns der Name noch nicht eingefallen ist. Jedenfalls ist es das Modpack Feed the Beast Trident. Und jeder von uns, einschließlich dem Krummbart, sag mal Hallo. Ja, hallo. Und dem Aaron X-X-Plays. Hallo. Okay, es ist genau das gleiche Modpack wie bei Clash. Jedoch ist der Unterschied, dass es bei uns halt ein bisschen anders ist. Nämlich, dass jeder halt so einen Bunker hat und wir sind halt in Teams unterteilt. Ich bin zum Beispiel Team Blau, wie man sehen kann an meiner Rüstung. Und am Spawn sind da auch noch ein paar Sachen. Also so eine Startkiste mit solchen Anfangs-Equip wie... Oh, ups. Muss ich noch kurz wegpacken. Gut. Da sind noch ein paar Anfangssachen wie Bogen, Pfeile, Eisenschwert, so eine Lederrüstung, Torches und noch einige andere Sachen. Und so werden wir dann anfangen. Und ja, dieses Projekt wird auch hauptsächlich so sein, dass halt zum Beispiel ich als Team Blau oder die anderen beiden Konkurrenten einige andere mit ins Team ziehen können. Zwei Personen. Drei Personen, komm, come on. Oh Mann, nein. Jede Person darf drei mit reinziehen. Also ihr beide dürft drei weitere dazu holen. Der Server mit 18 Slots zählt das ja aus. Okay. Gut. Und wir werden noch sowas ähnliches wie einen Clash machen. Jedenfalls, dass wir halt so fighten werden. Und ja, am Anfang werden wir halt noch ein bisschen farmen müssen. Oh fuck, das ist ein Skelett. Und ihr könnt ja eigentlich schon anfangen, ne? Machen wir schon. Mache ich ja schon. Achso, gut, ich fange gerade erst an. Ich hab vergessen, fuck. Ich war jetzt die ganze Zeit schon unten. Okay, gut. Das stirbt mein Gang in der Höhle. Ist schon mal ein guter Anfang. Schon? Ich hab noch nicht meine Fackel, aber auch. Und ich bin auf Eisen gestoßen, das ist doch schon mal gut. Oh, der Glückliche. Gut, Leute, wollen wir uns dann für den Anfang schon mal muten, damit wir schon mal ein paar Strategien unter uns besprechen können? Es ist noch kein anderer da, als was in Du kannst dich doch schon muten für deine Zuschauer. Okay, ich mute mich mal. Ich mute euch auch kurz, damit ihr nicht so reinredet, okay? Stupst mich einfach an, falls ich es vergesse. So. Sound muted. So, mein lieben Dudes. So, Leute. Die Sache ist, ich muss mich noch kurz auf Teamspeak muten, sonst hören die mich. Microphone muted. So, mein lieben Dudes. Meine Taktik wird eigentlich hauptsächlich sein, Eisen zu farmen und mir dann so einen Helikopter zu holen. Helikopter. Halt so ein Helikopter von MC Helikopters. Nämlich den hier, den Longshot Bow. Und den muss man einfach nur mit fünf Eisenblöcken machen. Das entspricht, jetzt kommen meine Mathe-Skills, nicht vorhanden, nice, 45 Eisen. Das heißt, gehen wir einfach gleich mal farmen. Und ja, ich werde mich jetzt wieder entmuten und dann können wir einfach mal weiter plauschen. So. Kleinen Momentchen. So. Okay, bin wieder da. Hallo. Tschüss. Gibt's irgendwelche Zeiten, wo wir fest spielen? Nein, es gibt keine festen Zeiten. Okay. Aber es wäre schon cool, wenn wir halt miteinander aufnehmen könnten. Ihr könnt auch einfach signalisieren, wenn ihr halt Zeit habt zum Aufnehmen. Dann kommt ihr einfach auf mein TS und ja, dann... Hast du Skype? Nein, momentan nicht, weil ich habe gerade generell Probleme mit meinem PC. Ich habe schon ein bestes Equipment. Das ich habe nämlich jetzt schon 6 Eisen.
Ich nicht. Ich farm grad Stein. Ich hab auch mehrere Eisen. Stein habe ich schon fast 2 Stacks. Ja, ich fang gerade erst auch an mit Bauen, ne? Also. Ja. Ich hab eine Strategie. Okay, haben wir auch schon mal. Ich hol mir einen Freund und es reicht. Weil der macht im PvP alle EZ. EZ? EZ. EZ, EZ. Deswegen ist das so gut. Oh, ich hab schon Alu gefunden. Ich auch. Aber kann ich, glaube ich, nicht abbauen, okay, mit einer Holzspitzhacke. Nein! Holz! Ihr müsst aufpassen, ne? Ah, genau, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, jedes Teammitglied hat 10 Leben. Und. Warum denn nicht das ganze Team? Nee, das wäre ein bisschen hardcore, denke ich. Und. Ist so, ich kill dich und das. Dann ja, würde ich dann nur auf dich gehen. Dann könnte man auf einen gezielt gehen und der ist dann gleich draußen. Und die Sache ist, wenn jemand getötet wurde oder stirbt, hat man einen Schutz, wo man halt nicht angegriffen werden darf. Weder in der Base noch draußen. Das heißt, man darf da generell nicht angegriffen werden, nachdem man gestorben ist. Hier habe ich noch Marble. Ich bekomme kein Marble. Nice. Okay. So. Für was brauchst du? Muss die Base im Bunker oder um den Bunker rumgebaut werden? Nein, ich würde einfach so eine Treppe runter vom Bunker aus machen. Hä? Ich habe ein Eisenerz und habe jetzt ein Gravel Bar. Hä? Egal. YOLO. So, baue ich mich weiter runter. Und. Ihr habt schon Achievements, ey. Ich hab noch nicht wirklich viel. Ich schmelz gerade mein Eisen und bin schon gut dabei. Ich hab noch gar nichts. Also, ja. Steine und vielleicht. Mir mangelt es an Kohle. Mir mangelt es auf jeden Fall nicht an Alu, ne? Also Alu habe ich in Massen. Kann man dann auch sowas wie Tauschgeschäfte machen? Das kann man natürlich machen. Die Voraussetzung ist natürlich dann, dass man sich nicht töten darf. Dabei. Ja, natürlich. Weil es wäre scheiße. Dann so, willst du das mit mir tauschen? Ja, und dann tötet man den, hat man beides. Ja, natürlich. Meine Mutter noch beim Backen helfen. Und zweitens, musste ich am Morgen früh testen, dann an der Adam Kraft-Höhle kommst direkt. Und wir fahren mit Bahn, weil Gabi hat die ganze Nasenbluten und das wäre schlecht, wenn sie dann Bord fährt. Okay, aha. Ich werde dann halt morgen früh gleich ankommen wahrscheinlich. Ich werde nach... stimmt. Morgen ist ja Wochenende, hey. Um eins rum werde ich ankommen mit meinem Freund. Einfach jetzt nochmal ein bisschen Eisen abbauen. Und dann... Und ja, jetzt habe ich schon... fast 20 Alu und jetzt werde ich einfach weiter. Der ist sehr gut im PvP. Und jetzt muss ich mich entmuten. So. Mikrofon. Ich hab viel Spaß. Dem reicht auch ein Bogen und der macht euch fertig. Ja, okay, wenn du meinst. Sei denn, ihr habt eine krasse Waffe. Ja, ich hab schon einem Auge, welche Waffe ich mit craften werde. Werde ich meinen Zuschauern noch mal am Ende sagen, welche das genau sein wird. Machen wir mit Raketenwerfer. Ja. Sonst könnte man die besten Gegner ja zerbomben. Ja, das wäre schon scheiße eigentlich, ne? Also nein, 13.30 Uhr hat der Armkraft Spaß. Machen wir, man darf halt nicht in der Base mit dem Raketenwerfer. Ja, aber rumballern. Auch man sollte auch nicht zwanghaft irgendwie absichtlich die Base zerstören, ne? Nur wenn es im Kampf halt zufällig zerstört wird, wird es auch im Game und dann repariert. Darf man Chests looten? Nein, oder? Nein. Eigentlich nur, wenn man was im Inventar hat und man tötet, dann kann man es looten. Wie bitte? User disconnected from your channel. Oh, okay. Erst, ja, gut. So, gut, jetzt sind wir noch alleine. Wollen wir schon eine Taktik machen? Okay. Wollen wir uns gegen ihn verbünden? Ja, aber das können wir erst morgen, weil... Stimmt. Ich habe schon Zertus-Quarz. Nice. Ich habe derbe viel Eisen. Wenn du mal Alu brauchst, ne, dann kannst du zu mir kommen. Ich habe schon 20 Alu-Erz. Ich kann mir bald schon den Helikopter machen.
Aber mir mangelt so derbe an Kohle. Ich mache mir jetzt erstmal Holzkohle. Ja, mach das. Und das kommt mir nicht ungerufen. Welchen Helikopter wirst du dir dann eigentlich holen? Welchen wohl? Den günstigsten? Ich glaube, ich weiß, welchen du dir holen den, willst. Den er immer macht. Ah ja, der ist auch der beste eigentlich. Finde ich. Du meinst wohl den, warte, ich guck gleich mal. Warte nur kurz, den AH-64D Apache Longbow. Richtig? Richtig, den Apache. Ja. Oder ich mach mir eine Cobra oder wie der hieß. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht ganz so aus. Ja. Was für eine Weaponbox, warte. Einfach eine ganz normale Modern Weaponbox. Die, dafür braucht man auch, Weapon. Oh. Modern Weapon Box. Weapons Box. Die. Oh, ups. Muss mal kurz mein Dings ändern. Hier Options. Inventory. Recipe Mode. Muss man eine bestimmte machen oder kommt beide das gleiche? Okay. Die eine ist für Armor, oder? Ist eigentlich relativ egal. Hallo? Okay. Ja. Die eine ist für Arme und die andere für Weapons, okay. Echt? Ah, stimmt. Ja. Ich muss jetzt mal raus. Oh, es ist noch dunkel. Okay. Ja. So. Gut. Nee, aber ich würde schon relativ am Anfang würde ich mich mit dir dann verbünden, schon mal gegen den anderen Spacko. Ja. Aber wenn ich dann mein Teammate hab, dann sieht es schlecht für euch aus. Aber er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr so auf MC. Vielleicht kann ich ihn noch anlocken. Naja, musst du mal gucken. Weil wenn er nichts macht, dann... Ich kenne nur ihn, wo Minecraft spielt. Ja. Oder ich hole mir halt jemand auf Gommet her, so gesucht. Ja, aber hol dir bitte keinen Spaß, der cheatet oder so, ne? Hast du Plugins auf dem Server? Nein, würde ich auch erstmal nicht machen. Ich habe keinen Bock erstmal den Server zu ficken. Ich habe jetzt schon einen Eisenbrustpanzer und eine Eisenpickaxe. Ja, krass. Okay. Oh. Okay. Ich weiß schon, was ich mir als erstes craften werde. Eine Waffe oder was? Keine Waffe. Ein Fahrzeug? So eine so Dings Panzern zu ihm angehäuft kommen. Oh Gott, es ist gerade dunkel. Ich weiß, deswegen fahre ich auch gerade im Bauch. Oh Kleingang. Shit. Oh shit. Ich fahre gerade Aluminium. Ich brauche aber Holz, deswegen. Ja, ich hab schon. Nein, Baby Zombie, verpiss dich! Aber es ist so dermaßen dunkel, ne? Ich kann gar nichts sehen. Oh fuck, oh fuck, warte. Ich hab Angst. Option Music Sound Video. Welches ist Sicht? Also Helligkeit. Blindness. Muss mal gucken. Okay, ich hab. Okay. Eisen. Einmal Helligkeit hochgeschraubt und du siehst 1000-mal besser. Ja. Helligkeit war am Anfang einfach auf 0. Nur auf Modi oder was? Ja, also ganz unten einfach. Kohle! Das ist Kohle? Lieber Herrgott. Nice. Ja. Ja, gut. Kohle ist irgendwie selten. Weil du findest immer nur so 2 Blöcke Kohle. Na, ist traurig. Gut, dann würde ich mal sagen, was ist mal mit der heutigen Folge von Minecraft? Keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, morgen oder übermorgen werden wir dann aufnehmen. Und dann sage ich mal, ciao.